Unternehmer von morgen. Und Steiermark 1 auf Entdeckungstour im Grazer Kanal. Sein eigener Chef zu sein, klingt verlockend. Für 1100 Grazerinnen und Grazer wird diese Vision jedes Jahr zum täglichen Geschäft. Sie alle erfüllen sich den Traum der Selbstständigkeit. Ein berufliches Abenteuer, das keine Grenzen kennt. Jungkunde mit 50 Jahren? Ja, auch das ist möglich. Egal in welchem Alter man sich dazu entscheidet, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, ein bisschen Mut, viel Ehrgeiz und noch mehr innovative Ideen sind dabei die Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg. Gründer sind Artisten. Anfangs wandern sie auf einem dünnen Seil. Ein Fangnetz gibt es nicht. Selbstständig Entscheidungen treffen, sie durchführen und dazu stehen. Das ist das harte Los eines jeden Unternehmers. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Der Vorteil ist, dass man wirklich seine eigene Chefin ist. Also das ist jetzt in dem Sinne gut, weil man auch Dinge wirklich umsetzen kann, so wie man sich es wünscht. Man braucht Mut, aber in Form von, glaube ich, Kraft und Stärke. And I won't back down. Jeder, der sich dazu entscheidet, sein berufliches Ruder selbst in die Hand zu nehmen, kann auf die Unterstützung der Stadt zählen. Die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung greift den Unternehmerdebütanten mit einem speziell zusammengestellten Gründungspaket unter die Arme. Dieses beinhaltet neben Besuchen von internationalen Fachmessen auch Veranstaltungen wie den Club der Gründer. Experten heißen die Neuankömmlinge in der Welt der Wirtschaft willkommen und geben ihr Know-how an die nächste Generation weiter. Well, I know what's right. I got just one life. Der Austausch unter Gleichgesinnten ist ein positiver Nebeneffekt, der so manchem schon Tür und Tor geöffnet hat. Eine Geschäftsidee war geboren. Damit man weiß, ob der ausgeheckte Plan auch aufgehen kann, werden von InnoLab in Kooperation mit der Fachhochschule Campus 02 innovative Ideen auf ihre wirtschaftliche Tauglichkeit überprüft. Und wenn die Firma dann schließlich in den Startlöchern steht, bedarf es nur noch Räumlichkeiten für das kreative Arbeiten. Mit den Mietförderungen für Gründer erleichtert die Stadt auch in diesem Bereich den Einstieg erheblich. Es ist auch als Jungunternehmer extrem wichtig, dass man jede Art von Förderung in Anspruch nimmt, weil man wirklich an jeder Ecke sparen muss. Wir haben vom Gründungspaket die Mietförderung in Anspruch genommen. Und zwar die Mietförderung gilt da jetzt insbesondere für das Jakomini-Viertel. Und über mehrere Jahre ermöglicht uns das jetzt, dass wir einen Teil der Miete zurückbekommen. You can get it if you really want. Dank einer genialen Idee und der Unterstützung und des Einsatzes der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung wurde Sabine Hirschbeck binnen kürzester Zeit zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Ich habe den Locus auf den Markt gebracht. Der Locus ist eine Art der Toilettenreinigung mittels Wasserstrahl, ohne die aus meiner Sicht und die mich sehr gestört hat, unhygienische Toilettenbürste. Eine Vision haben und sich auf die Mission begeben. Die Gründerinnen und Gründer haben ein klares Ziel vor Augen. Unterstützung ist dabei die eine Sache. Jemanden gezielt die Stufen hinauf zum Erfolg zu begleiten, die andere, nämlich die der Stadt Graz. Sie haben das Zeug zum Unternehmer? Dann rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf www.wirtschaft.graz.at. Sanieren, reinigen, Ausbesserungsarbeiten erledigen. Das alles klingt nach einem Job wie jeder andere. Das Außergewöhnliche daran, die Arbeiten finden 12 Meter unter der Erde in der Grazer Kanalisation statt. Ein Ort, der nicht unbedingt zu den Top 10 der beliebtesten Plätze in Graz zählt. Begleiten Sie uns dennoch auf eine Reise in den Grazer Untergrund und staunen Sie, was sich in dem 846 Kilometer langen Kanalnetz unter unserer Stadt abspielt. Schön, vielleicht ein bisschen seitlich gehen mit den Schuhen, ja, damit man sich da ein bisschen... Da sind ja die ersten Viecher schon. Spinnen. Nein, das ist aber, glaube ich, überall das Gleiche. Spinnen. Jedes Mal, wenn man in einen alten Keller geht, ist das auch so. Nur Vorsicht, dass man sich da in den Kopf stoßt.
Nur keine Angst. Ja, Angst habe ich. Das kann ich nicht verbergen, dass ich Angst habe. Schön langsam halt, bitte. Ein mulmiges Gefühl hat doch jeder, der da in den Kanal runtergeht, oder? Ja. Schön vorsichtig da, Messerblatt. Warte. So, wir sind jetzt im Grazbach-Kanal, nach dem Volksmund gesagt. Die Leute nennen ihn im Grazbach-Kanal. Ist natürlich heute kein Kanal mehr in dem Sinn, wie wir ihn heute verstehen, sondern ist eigentlich ein gedeckter Bachlauf. Man sieht schon schön in der Mitte, rinnt eigentlich der Bach, das ist der Grazbach. Mhm. Und links und rechts befinden sich Schmutzwassergerinne. Das heißt, das häusliche Abwasser aus den oben stehenden Häusern wird über diese Schmutzwassergerinne abgefangen. Warte, wir gehen vielleicht einmal ein bisschen weiter. Gibt es da auch Ratten? Ja, es gibt schon, aber ich glaube, durch unser Gespräch haben die eher ein bisschen Angst und verschüssen sich, wie man so schön sagt. Aber jetzt muss ich was ganz primitiv fragen. Wenn ich da das Wasser anschaue, aber so, kommt es doch nicht aus der Toilette und so direkt, oder? Ja, genau so. Weil natürlich durch das Abtransport der Fäkalstoffe über die Leitungssysteme, die in einem Haus existieren, püriert sich das faktisch. Okay. Sag ich mal, zerkleinert sich. Verstehe schon. Ganz einfach gesagt, und deswegen ist das eigentlich einfach eine braune Brühe. Und man sieht diese kleinen Papierwutzis oder so, das ist eigentlich das zerhockt oder zerkleinerte Klopapier. Wenn es jetzt da zum Beispiel in Leon hat stark regnet, ist es ja. Da stinkt. Siehst du, das ist jetzt. Wieso stinkt es jetzt? Ja, weil da haben irgendwas hereingegeben. Ah, die Spülen vorne. Was denn die? Spülen, Kanalspülen, weißt du, wo wir gesagt haben, wo wir dann hinkommen, damit sie was zum Filmen hat. Von wegen, es stinkt, nein. Jetzt wird es anders, ja? Das sind die Realitäten. Sie haben gesagt, es riecht. Da sieht man wieder schön solche schliefbare Kanäle, ne? Und da sieht man auch, wenn ein bisschen das Wasser höher steigt, wie sofort bei diesen Bügeln und so, die ganzen Scheißpapiere und das hängen bleiben natürlich. Nicht? Was war denn das jetzt? Da vielleicht ein Rotz. Ne? Eine Ratze, oh Gott. Da laufen Ratze. Ab und zu natürlich ein paar Ratze. Ratten. Ratze. Könnte sein, aber ist keine da. Wir haben doch schon. Wir haben so eine pragmatisierte Ratte, die wir bei Führungen hervorzeigen zeigen können. Ja, aber ja. Nein, die hat heute. Könnte sein. Nein, aber nur. Denk, da ist jetzt ein, ja, jetzt habe ich es gesehen. Ein Fisch. Ein Fisch war das? Ja. Nein, war Toilettenpapier, würde ich sagen. Ne? Fisch. Ja, was? Ja, es gibt sicher Leute, die ihre Fische, das Aquarium einmal ganz sammeln. Ja, entsorgen vielleicht schon, ja. Und dann den Kindern erzählen, dass alle gestorben sind. Ich wollte eben sagen, also dieses Mischwasser kann dann im Regenfall eben quasi entlastet in den. Nein, passt. Das macht ja nichts. Ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt. Boah, jetzt ist was daherkommt. Jetzt hat einer seine Spülung betätigt. Ne? Super. Also hier laufen die Grazer Geschäfte ab. Mehr Schlauch! Mehr! Fertig! Wir haben Verstauf und kommen wir rein. Eine gewaltige. Was passiert da jetzt? Jetzt haue ich die Düsen rein. Und was passiert dann? Dann nehmen wir Druck und dann marschiert sie von selber los rein. Druck halt nicht und dann ziehen wir die da drüben eine Verstopfung und dann schauen wir, dass wir das rausziehen wollen. Geschäft mit der Scheiße. Ja. Das ist ein gutes Geschäft. Sicher. Sie müssen sich denken, also das haben wir vielleicht noch nicht so besprochen, aber die Gesamtwassermenge, die abgeleitet wird aus dem Stadtgebiet Graz, wenn es nicht regnet, das heißt. Entschuldigung, da Andi. Ja, jetzt ist aber drauf gestiegen. Das sind eben das heißt, wenn unten der Schmutzwasserkanal voll wird, wenn stark regnet, dann quillt er natürlich da heraus. Und da sind eben dann bleiben solche Ablagerungen zurück, die halt das Papier fetzen. Und keiner hat ihn gewarnt. Er hat es aber Gott sei Dank überlebt. Jetzt sind wir quasi schon wieder am Ende unserer Reise angelangt. Richtig, da geht es wieder raus. Das war jetzt der Kilometer, der ganze. Ungefähr, ja. Und wie und wo können wir das Wasser jetzt weiterverfolgen? Sie haben gesehen, der Bach, der rinnt zum Moor und das schmutzige Wasser läuft nach Gössendorf. Und wenn Sie eben sehen wollen, wie aus dem Abwasser wieder nahezu Trinkwasser wird, sind Sie herzlichst eingeladen, uns in Gössendorf zu besuchen. Ja, also auf nach Gössendorf. Schalten Sie auch nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Graz mein Magazin ein und erleben Sie mit uns, wie das Abwasser in reines, klares Wasser verwandelt wird. Ab dem 12. September täglich um 18.20 Uhr und 20.20 Uhr. Das nächste Mal, die Kläranlage klärt auf. Und großer Ansturm auf Grazer Gemeindewohnungen.